Ist das spannend? Mein Fenster ist weg. Ich hoffe, das funktioniert alles. Und man kann mich sehen. So, ich sehe, dass Menschen hier sind. Hallo. Ich habe nur noch gewartet, dass ein paar Leute den Weg zu uns gefunden haben. Herzlich willkommen zu diesem völlig gut vorbereiteten Google Hangout direkt nach Feierabend. Ich habe es gerade noch rechtzeitig hier geschafft und ich hoffe, mein Headset funktioniert. Ich glaube, wir warten einfach noch ein paar Minütchen. Ich werde auch nicht ganz pünktlich Feierabend machen, so wie es aussieht. Der Google Hangout ist für eine Stunde angesetzt und im Wesentlichen werdet ihr hoffentlich, wenn technisch alles funktioniert, nicht mich sehen, sondern das Fixed-Body-Mikrofon oder vielmehr Teile davon. Ich gehe einfach mal ganz recht davon aus, dass alle Leute wissen, was das ist und erkläre das jetzt gar nicht groß. Ich habe die Q&A-Funktion eingeschaltet. Ihr könnt also gerne Fragen stellen. Bitte seht es mir nach, wenn ich nicht die ganze Zeit drauf starre, weil ich eigentlich mit euch ein bisschen was angucken wollte und dazu muss ich meinen Bildschirm teilen. Ich muss allerdings noch rausfinden, wie genau das funktioniert, denn spannenderweise habe ich das noch nie in dem Umfang getan. Gut. Ich würde sagen, ich sage erstmal kurz generell ein bisschen was zum Buch vielleicht. Das Fixed-Body-Mikrofon ist ja sehr spät angekündigt worden und ja, wir haben das natürlich auch so ein bisschen im Geheimen gemacht. Die Autorin ist völlig unbekannt bisher. Das Buch selbst ist wahrscheinlich eins der Body-Mikrofon, wo die Leute die meisten Erwartungen dran haben. Insgesamt einfach, weil so wahnsinnig viel rein gelesen wird oft und die Vademekums können eigentlich immer nur einen Ausschnitt zeigen von dem, was da ist. Ansonsten bräuchten wir weit mehr als 160 Seiten. Das ist auch in diesem Buch wieder mit Quellen gemacht worden, also es kommen unterschiedliche Geweihte zum Einsatz, die ihren Blick auf die Kirche, den Gott und ja, die ganzen Hintergründe liefern. Und weil die Fixkirche ja eine Kirche ist, in der viele Dinge nicht so super offensichtlich sind, sind da auch ein paar Dinge drin versteckt. Ich versuche es gerade mal. Hier in einem Detail zu zeigen. Ich stelle aber gerade fest, es klappt nicht. Technik, die begeistert. Und ich hatte Angst, dass mein Headset nicht funktioniert. Ah!
Okay, es wird jetzt gleich unglaublich spannend. Ihr werdet nämlich wahrscheinlich meinen Desktop mitsehen. Ich muss nämlich zwischen den Fenstern so ein bisschen hin und her wechseln. Und der Einfall halber gebe ich jetzt mal meinen kompletten Desktop frei. Ich habe aufgeräumt vorher. So, das ist jetzt erstmal etwas abstrus. Wir gehen einfach mal ins PDF rein, das ich mir hier vorsorglich besorgt habe. So, das ist jetzt keine so super hochauflösende Version. Ich hoffe, man erkennt ein bisschen was. Das ist die Satzversion, die ich als letztes noch durchgeguckt habe. Also da sind noch ein paar Kleinigkeiten drin. Wir gehen aber auch gleich nochmal an Lösungsdokument. So. Der Inhalt ist ganz, ganz klassisch aufgebaut. Also wir haben auch hier insgesamt 12 Kapitel, wenn man die Vakatseiten mitrechnet, und es ist eigentlich genau das drin, was man bei diesem Valenikum auch erwarten würde. So, mal gerade gucken, das ist jetzt nicht so spannend, das hat schon was von schwarz durchgeblättert. Es gibt ganz unterschiedliche Sachen, die hier drin sind. Wir haben auch ein bisschen unterschiedliche Kulturen beleuchten wollen, deswegen war es uns total wichtig, und das haben wir auch im Konzept damals schon festgehalten, dass genau das beleuchtet wird und es eben nicht nur Handel ist oder nicht nur ja, das Heimliche. Text wird ja auch an anderer Stelle auch durchaus als Gott der Magie gesehen oder als ja, Nachtrichter, und genau das alles wollten wir da drin haben. Das heißt, man hat so ein bisschen ein buntes Potpourri, es sind jede Menge Gebiete drin, auch auf ganz unterschiedlichen Kulturen. Und wir haben einen neuen Illustrationsstil gewählt für das Vademecum, nämlich in dem Fall, ich zoome mal ein bisschen raus, damit man das sieht, sind das Bleistiftzeichnungen. Wir hatten ja schon unterschiedliche Sachen ausprobiert, häufig Holzschnitt. Beim Raya-Valenikum zum Beispiel hatten wir so einen leicht aquarellierten Stil, und hier sieht das ein bisschen aus wie ja, coole Zeichnung fast. Ich gehe mal ein bisschen weiter runter. Das sieht dann so aus im Wesentlichen. Sind natürlich auch noch ganz normale Vignetten drin, die ein bisschen dunkler sind als der Rest. Aber wir haben hier zum Beispiel, die Illustrationen sind alle von der Nadine Schäfe gemacht worden. Sehr schön, danke Nadine. Ja, hier zum Beispiel Tiere, die im Allgemeinen mit Text assoziiert werden, sind aber gar nicht mal unbedingt die, die man jetzt so auf den ersten Blick zwingend erwarten würde. So, jetzt versuche ich mal wieder in mein Google zu kommen. Das ist ein bisschen spannend. Kleinen Moment. So, jetzt müssen wir wieder mich sehen. Ich gucke mal gerade in mein Q&A, ob da irgendwas passiert ist. Kann mir jemand was schreiben? Bitte. Irgendjemand. Ich muss doch sehen, ob alles funktioniert. Ich sehe mich ja nicht selbst. Das ist der erste Hangout, den ich alleine mache. Und ich bin völlig panisch, weil ich niemanden habe, der mir sagt, ob die Technik funktioniert. Gut. So, was ist denn da ein Rätsel drin? Ich wollte ja eigentlich gerne mit euch gemeinsam durch das Lösungsdokument gehen. Wir haben dann aber ein paar Leute gesagt, nein, nicht alles verraten. Wir wollen auch selbst ein paar Chancen haben. Ich zeige euch jetzt mal, wie nur eine Satzdatei aussieht. Das heißt, wir gehen jetzt live in InDesign und ich versuche ein bisschen was zu arbeiten auch, denn dieses Lösungsdokument muss gemacht werden. Ha, es hat jemand was gefragt. Vielen, vielen Dank.
Super. So. Also ihr seht auch alle meinen Bildschirm. Sehr schön. Das hat bisher noch keiner geschrieben. Nadine hat, genau, ganz interessant. Nadine hat tatsächlich ein bisschen was vom Inhalt beigesteuert, weil sie ein wahnsinnig großer Fan von Text ist. Haben wir mit ihr sogar das Konzept durchgesprochen und sie hatte die Möglichkeit, da ein bisschen mit rein zu kommentieren und Ähnliches. Und sie hat auch ein paar Anregungen mitgebracht, was genau wie gelöst werden könnte. Und davon haben wir auch eine Menge dann direkt an die Autorin weitergegeben, die das aufgegriffen hat. Und sie hat alle Bilder in dem Band gemacht, bis auf ein paar kleine Vignetten, die wir auf anderen Wänden mit reingenommen haben. So, und dann fragt jemand, ob Attac als Äquivalent zu irdischen Gebären probiert zu verstehen ist. Ja, schon so ein bisschen. Also nicht ganz. Es gibt auch einige Setzungen nach komplette Wörter oder komplette Begrifflichkeiten, wo man halt einfach eine Kurzgeste für gefunden hat. Also manche Sachen sind ja in Gestenformen sehr universell verständlich. Sollte kein reine Gebärdensprache sein. Aber ich schätze mal, wir sind sowieso sehr schnell an unsere Grenzen gestoßen. Wie erklärt man Attac? Weil theoretisch eine aventurienweite Gebärdensprache halte ich für maximal unwahrscheinlich. Das ist meiner Meinung nach ähnlich wie das Füchsische, dass es unterschiedliche Ausprägungen gibt. Das heißt, man versteht nicht zwingend das, was in Al-Anfa auf der Straße in Gebärdensprache ausgedrückt ist, wenn man aus Riva kommt, würde ich jetzt mal behaupten. Regeltechnisch ist das aber der Einfachheit halber unter Gebärdensprache zusammengefügt und ich würde auch niemandem Steine in den Weg werfen. Jetzt haben wir direkt eine Frage zu den Rätseln. Die nehme ich dann gleich mal zum Anlass, gleich wieder Screensharing zu betreiben, damit ihr mich hier nicht schlecht frisiert sitzen sehen müsst. Und zwar ist die Frage, ob es im ganzen Buch Rätsel und Geheimnisse versteckt geben wird. Ja. Ich glaube, wir fangen nicht auf der ersten Seite an und hören nicht auf der letzten auf, aber es sind eine ganze Menge Rätsel im Buch versteckt, die man gar nicht erwarten würde. Und ich bin bei einigen auch ziemlich sicher, die findet man so auch nicht unbedingt. Also die sind sehr versteckt. Es gibt unterschiedliche Sachen, die wir drin versteckt haben. Teilweise braucht man ein anderes Buch dazu, sogar, um das zu vergleichen, den Inhalt. Und ich gehe jetzt mal wieder in die Satzdatei mit euch. Da kann ich euch nämlich zeigen, was da so für Texte drin sind. Zum Beispiel. Ich möchte meinen Screen sharen. Mein Computer möchte aber nicht. So, Bildschirm freigeben. Das sieht jetzt erstmal wieder hässlich aus. Ich hoffe aber, das haben wir gleich. So, jetzt müsstet ihr mein InDesign sehen. So sieht InDesign aus. Ich glaube, technisch muss ich jetzt hier nichts erklären. Ich arbeite tatsächlich nicht ganz so oft damit. Das heißt, bitte seht es mir nach, wenn ich Mist erzähle oder Mist mache. Man sieht jetzt hier, man sähe jetzt hier idealerweise am Rand zum Beispiel auf dieser Seite. Ich versuche jetzt gerade mal ein bisschen reinzusuchen. Aha, jetzt habe ich wieder zurückgesetzt. Hier am Rand, wo jetzt dieser nette rote Rahmen drum ist, steht was. Und nur den oberen Teil, davon kann man wirklich lesen. Oben steht im Namen von Hisindes und Fexens Tochter. Und danach, Buchstaben, Kuddelmuddel im besten Fall. Das kann man dechiffrieren. Und die Anleitung, wie das funktioniert, die findet man in diesem Vademecum an einer anderen Stelle. Zum Beispiel, das ist eine Möglichkeit, die dort Rätsel eingebaut sind. Gucken wir gerade hier haben wir noch eine, das sieht man jetzt hier in der Satzteil leider ein bisschen schlecht, weil die Grafik unscharf ist. Das sind Bergische Runen, auch dahinter.
verbirgt sich ein Rätsel, da kann man ein bisschen knobeln. Was haben wir denn noch? Es sind manchmal auch Sachen einfach im Text, also falls euch irgendwie eine Textstelle komisch vorkommt, hier am Rand haben wir nochmal so eine Textstelle. Wo eine Randnotiz im Band ist. So, ich gebe euch jetzt nochmal in die SAP-Datei. Da geht das Ganze nämlich ein bisschen schneller. Das ist noch eine Illustration, die ich ganz, ganz toll finde. Ein kleiner Sternenhimmel. Also, es gibt nämlich nicht nur unmögliche Randbemerkungen als Text, sondern es gibt auch, hier ist Amos, es gibt auch mehr Text. So, jetzt sind wir an der Stelle, wo wir uns hier aufwagen. Genau, das ist, falls das jemand lesen kann, ich muss es mal ein bisschen größer machen, das sind so berühmte Persönlichkeiten aus der Sexkirche zum Beispiel, da ist auch etwas drin, also hier Janne Kriterjaten, Effenek, Talime Nebelstern, Mabal Al-Tosra, sicher einer der bekanntesten Sexgewalten. 160 Seiten sind ziemlich lang zum Scrollen, kann ich euch sagen. So, hier haben wir zum Beispiel so eine Seite. Da hat man Dinge unterstrichen im Text, jede Menge Randanmerkungen, merkwürdige Symbole, die man jetzt so auf den ersten Blick vielleicht nicht zuordnen kann. Zum Beispiel. Das ist zum Beispiel so, naja, eigentlich so klassisch anmutend das Kirchenfenster. Gerade gucken. Okay. Textsuche genommen. Es gab auf jeden Fall, ich bin ganz, ganz sicher, dass es das gibt bei den Liturgien. Hier zum Beispiel. Ich zoome mal rein, damit man das besser sehen kann. Gibt es Randanmerkungen in Bildform? Das sieht man hier ganz links. Also da sind Symbole zu sehen. Das gibt es auch an einigen Stellen im Text. Da kann man dann miträtseln. So. Gehen wir wieder in meinen Hangout zurück. So, mal gucken. Ja, Sex hat durchaus Prinzipien. Das ist damals von der Anlage her natürlich ein bisschen undankbar gewesen, sage ich mal. Jemand, der im Prinzip alles gut findet oder alles unterstützt unter den Göttern, so quasi ein echter Allrounder, ist zwar verführerisch, aber ja, also es war schon die Idee, mit dem Vademecum da noch ein bisschen mehr Schärfe reinzubringen, was geht nicht. Tatsächlich würde ich aber sagen, und ich hoffe, das merkt man in dem Buch auch ein bisschen, das ist sehr viel regionale Ausprägung. Also was ich in Gareth reißen kann als Textgewalter, kann ich nicht unbedingt überall sonst, zum Beispiel in den Tuberminenlanden, das ist sehr unterschiedlich. Was der Gott davon hält, auch das haben wir da nicht eingeschrieben. Prinzipiell würde ich immer sagen, Text ist offen für gute Ideen, man muss es eben nur verkaufen können. Aber das Verkaufen können ist gar nicht immer so einfach. Deswegen, ich würde sagen, nein, natürlich kann man nicht einfach alles machen. Aber es gibt auf jeden Fall
Handlungsspielraum. Und ich hoffe, das ist auch was, was in meinem Leben auch rüberkommt, weil das vom Konzept her durchaus auch so vorgesehen war, dass es verschiedene Blickwinkel bietet. So, dann gehen wir jetzt nochmal in das, worauf wir wahrscheinlich alle schon warten, in das Lösungsdokument. Ich versuche nicht so viel zu spoilern. Aber das ist ja mit Sicherheit ganz interessant. Ich kann dann auch mal ein bisschen was erzählen, wo man das vielleicht im Buch findet. Ist auch nicht so einfach. Selbst wenn man die Lösungen kennt, weiß man nicht unbedingt, was man damit tun soll. So. Versuche ich mal das richtige Fenster freizugeben. Das funktioniert aber nicht. Herrlich. Gut, theoretisch müsstet ihr jetzt alle InDesign sehen. Genau, wir gehen jetzt mal in ein Dokument, was ein bisschen jungfräulicher ist. Das ist das Text bei dem Mego. Ich habe nur einfach mal den Text rausgeworfen. Ganz professionell. Und jetzt tabbe ich einmal kurz raus und kopiere mir die Lösungen rüber und werfe das einfach mal da rein. Ich habe mir das ein bisschen netter anzugucken, als wenn ich das einfach so bearbeite. So. Man sieht jetzt hier, da sind noch Dinge drin, die gehören da gar nicht rein. T-Doppelpunkt zum Beispiel, das heißt, es ist eine Titelüberschrift. K ist eine Kapitelüberschrift. Hier unten hat man noch Ü drin. So, das gucken wir uns jetzt aber gar nicht an. Ich habe gemerkt, hier ist gerade was der Doris reingekopy-pastet. Okay. Wir gehen ins Word-Dokument. Das ist spannender, deswegen gebe ich jetzt einfach nochmal meinen kompletten Bildschirm frei. So. Genau. Hier zum Beispiel das Sonnenscheibenrätsel verweist auf Elo-Codescheibe. Elo-Codescheibe kann ich euch auch mal kurz zeigen. Das ist der falsche Ordner. Codescheibe. Hier haben wir. Und zwar, das ist auch im, bei dem Mikro selbst drin. Nein. Wir werden das nochmal ein bisschen größer als Download auch anbieten, damit man sich das auch ausdrucken und gegebenenfalls auch ausschneiden kann. Wenn man mag, das ist quasi die Dechiffriermaschine. Wie es funktioniert, steht im Lösungsdokument. Man kann es sich aber auch mit ein bisschen Fantasie und knobellos selbst ableiten und dann damit Texte im Vademecum teilweise entschlüsseln. Also das ist eines der Feature, was das hat. Ich habe das ausprobiert und ich bin ganz furchtbar langsam. Also ich brauche Jahre, um einen solchen Text zu entziffern. Wenn das tatsächlich ein Held im Spiel macht, kann man dann natürlich auch mit Kryptographieproben arbeiten und ähnliches. Ja, aber falls man wirklich Lust hat, da im Spiel direkt auch mal was in der Hand zu haben, kann man mit dieser Codescheibe arbeiten. Genau. Wie es funktioniert, ist hier erklärt. Ja, das ist so ein klassischer Layout-Text, den man jetzt hier sieht. Hier sind noch überall rote X drin. Falls ihr tatsächlich mal in irgendeinem Buch XXX oder sowas noch findet, das ist eigentlich entweder ein Layout-Hinweis oder ein Seitenverweis. Passiert leider immer mal wieder, dass einer stehen bleibt. Das ist uns jetzt lange nicht mehr passiert. So, genau. Dann gibt es hier Codebeispiele zum Beispiel, wie was codiert werden kann. Und, da wird jetzt euch schon mal verraten, interessant ist die Textpassage, es ist außerdem möglich, zwei Götter zu kombinieren, woraus sich folgende Kodierung ergeben können. Also es gibt, wenn man denkt, es kann nicht härter kommen, es geht immer noch härter. Genau.
Ja, hier sieht man jetzt ganz viele von diesen hübschen roten und schwarzen Echsen. Genau, so. Füchsisch, genau, es gibt ein Gebet komplett in Füchsisch, das kann man sich übertragen. Hier gibt es ganz, ganz viele Verweise auf die Galebok unter anderem, wo das ein ganz großes Thema war. Wenn man also tatsächlich sich da gut auskennt, also mit der Garrett-Box oder ja, vielleicht den Charakter spielt, der daher kommt, hat man da so einen kleinen Informationsvorteil. Es gibt auch ansonsten ganz lustige Anspielungen auf die Inhalte der Garrett-Box. Zum Beispiel kann man darin Symbole wiederfinden, die es auch in der Garrett-Box gab. Eventuell hilft das Textpandemikum auch bei einem der Abenteuer. Ist eine ganz nette Sache. Ich muss jetzt mal gucken, ob ich... Genau. Hier, der Orkenhort. Tatsächlich kann man mit diesem ganz spannenden Textpandemikum sich ein Abenteuer extrem erleichtern, nämlich die Orkland-Trilogie. Man kann nämlich quasi aus diesem Text, ich glaube, es ist nicht dieser, kann man sich nämlich einen Teil des Wegs zum Orkenhort zurecht suchen oder erknobeln. Tatsächlich weiß ich gar nicht mehr, an welcher Stelle. Auf jeden Fall dieses Lösungsdokument, das würde es als Download geben, sobald das Text bei der Mikro Maschine ist, kann einem dabei helfen. Das heißt, wenn man das spielt, und es seinen Helden quasi ein bisschen leichter machen möchte. In dem Fall sind es Wortspiele. Also es gibt Worte, die auf Wege durch dieses Dungeon, nämlich dass man in dem eine Abenteuerkampagne muss, hinweisen. Genau, Hinweise zum Fetten Silberwort. Das bezieht sich auf die Abenteuerfixen Silberkammer oder das Abenteuerfixen Silberkammer in der Garrett-Box. Und auch da kann man einen Hinweis darauf erhalten, wie man das Ganze löst. Manchmal muss man auch Texte miteinander vergleichen. Das ist hier der Fall. Das ist ein bisschen heikel. Und hier wurde auch eine richtige Chiffre, die Biel-Chiffre, verwendet, um Text zu kodieren. Dementsprechend spannend ist das dann, da sich tatsächlich hinzusetzen und zu knobeln. Den Text, keine Sorge, gibt es hier dann aber nochmal, in dem Fall geht es um die Fuchs-Tätowierung, die was mit Textkarten zu tun hat. Wem das was sagt, ist gut, wem nicht, ich blätter halt besser. Schattenpfade, auch das war in der Garrett-Box ein Thema. Da gibt es auch einige Hinweise dazu. Also man kann mittels des Sexwandemikums auch seine Rollenspielgruppe oder eben seinen Sexgeweihten auf die Schattenpfade, die in der Garrett-Box quasi neu waren, stoßen. Ansonsten würde ich auch immer mal darauf achten, was auf den Seiten sonst so zu sehen ist. Also es ist ein sehr universell einsetzbares Buch. Also man hat grafische Hinweise. Okay, nein, das, also keine Sorge, das Lösungsdokument bleibt nicht intern. Ich meine, natürlich wäre es ganz lustig, das Ganze geheim zu halten und zu gucken, was findet ihr. Ich habe schon überlegt, ob beim Wettbewerb ausloben, wer als erster alle Rätsel geknackt hat. Tatsächlich sind aber manche Sachen darin super, super schwer und wir wollen es auf jeden Fall anbieten. Es sind auch Texte komplett chiffriert.
Das heißt, man hat da ein Buch, auf dem irgendwie auf 5 Seiten gar kein Text steht, sondern Buchstabensalat. Und das, weiß ich nicht, ich würde mich freuen, weil ich bin furchtbar schlecht in sowas und hätte gar keine Lust, das alles im Einzelnen auseinanderzunehmen. Wobei, das mit der Kurzschreibe macht schon Spaß. Das heißt, das wird auf jeden Fall bei uns als Download geben. Die Leute, die nicht reingucken wollen und die halt wirklich sagen, nee, aber jetzt for the challenge, die können das ja gerne. Die können auf jeden Fall rätseln, bis der Arzt kommt. Aber nein, das wird es auf jeden Fall als Download geben, mit erscheinen. Das war der Mailkunde selbst. Und wie gesagt, die Rätsel sind so, also ich finde sie so knackig schwer. Ich habe sie teilweise nicht gefunden, als ich dieses Lösungsdokument bearbeitet habe im Text. Selbst wenn er noch so komisch klang. Also es ist immer eine gute Idee, doppelt hinzugucken. Wenn was komisch klingt in diesem Buch, ich gucke mal gerade, ob ich ein Beispiel finde. Wo man denn hier was Schönes? Weil es gibt manchmal Texte, die sind einfach wirklich völlig. Völlig gut. Mengele ist zumindest angeschnitten. Ich glaube, ich bin zu weit hinten. Müssen wir mal nach hinten suchen. Ja, damit. Wobei, das ist der Text, das höchstische Gebiet. Die Übersetzung gibt es auch in dem Lösungsdokument. Das ist zum Beispiel, füchsisches finde ich immer ganz putzig. Und wenn der Bauherr im kleinen Almada dich als Freund ansieht, würde er dich dann im Hotel Lysmina einquartieren und du schaust dir das Licht ohne mich an, Liebling. Das ist so ein Satz. Selbst wenn ich wüsste, worum es geht, ich könnte, glaube ich, nicht unbedingt was damit anfangen. Ja, sehr schön sind auch die urtümlichen Anrufungen, die mit drin sind. Da hat die Autorin sich richtig, richtig Mühe gegeben und sich unzählige Beinamen für Fex einfallen lassen, die man auch alle im Spiel benutzen kann. Allein das ist schon richtig, richtig toll. Genau, Fex als Gott der Magie bekommt auch ein bisschen Fokus, einfach weil wir das nicht ganz unangeschnitten lassen wollten. Hex spielt übrigens eine ganz, ganz große und völlig unrühmliche Rolle im Comic. Wir hatten ja die kleinen Götterminis gemacht, die kann man in unserer Facebook-Galerie bewundern. Und in der Beta-Challenge hat man noch einen Comic ausgelost. Und Hex spielt eine sehr zentrale Rolle in diesem Comic, nicht zuletzt, vermute ich, weil Nadine noch so im Hex-Pandemikum-Fieber war. Die Story ist tatsächlich den gibt es wahrscheinlich in den Adventswochen. Der hat mehrere kleine Panels und den werden wir dann als Fortsetzungsgeschichte bringen, sobald er fertig ist. Genau, noch mehr Urtulamidisches. Hier ist es, das ist zum Beispiel sehr, sehr süß. Es ist eine aventurische Version von Ozyndin an. Das kann man auch ganz super betrunken grölen. Also betrunken habe ich noch nicht ausprobiert, aber grölen kann man ganz prima. Ich werde jetzt nicht schwimmen, das will niemand. Und hier in Xiranien gibt es auch auf dem Pontifex und auf den guten Fürst Kontur gibt es auch ein Lied, wo hängt ihn auf. Das ist auch ganz nett adaptiert. Hier hat man zum Beispiel so ein Stück, da ist recht wahrscheinlich, dass es ein Rätsel ist, denn es ist Textfragment, da fehlt irgendwie die Hälfte. Interessant ist auch zu gucken, wo steht was. Also es ist an manchen Stellen, hat jetzt nichts mit der Stelle zu tun, an der wir jetzt gerade sind, aber ist mir nur so eingefallen, an manchen Stellen ist es durchaus relevant,
wo etwas steht. Hier haben wir zum Beispiel ein Würfelspiel. Das ist auch ganz nett. Zu meditativen Zwecken wird das hier vorgeschlagen. Wir wollen auch nicht so ein Glücksspiel aufrufen. Genau, und dann ja, das Übliche. Hier hat man dann eben die wichtigsten Liturgien in ausformulierter Form, sodass man auch am Spieltisch nicht ums Wort verlegen ist. Ja, gibt es denn irgendwas, was euch total besonders interessiert? Habt ihr Fragen? Wollt ihr bestimmte Seiten sehen? Sollen wir nochmal ins Lösungsdokument gucken? Ich weiß nicht, hat das Ding auch einen Chat? Ich glaube. Ihr könnt ja das auch in den Chat schreiben. Also wenn ihr irgendwas Bestimmtes angucken wollt, sagt mir das einfach. Ich glaube, es ist nicht sonderlich spannend, wenn ich jetzt stumpf dieses Layout, dieses Lösungsdokument-Layout, das ist, glaube ich, wenig erbaulich. Ich habe mir das so romantisch vorgestellt. Ursprünglich wollte ich ja diesen Hangout machen, um mit euch gemeinsam den Text zu bearbeiten tatsächlich. Also so Live-Editing nennt sich das. Das Problem ist, ich war sehr lange krank im Sommer und es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich wieder gesund gewesen bin und da wollte ich euch mich nicht zumuten, weil ich die meiste Zeit nicht so gut drauf war. Ich habe aber in der Zeit tatsächlich einen Großteil des Vademecums redaktionell bearbeitet und irgendwie dann mit euch den Rest zu machen, schien mir nicht so gut. Deswegen machen wir das dann wahrscheinlich beim nächsten Mal. Genau. So, dann gehen wir doch einfach nochmal ins Lösungsdokument rein. Ich gucke halt mal. Ich nehme euch vielleicht noch fünf von uns. Machen kann. Screenshare, das Mittel zur Wahl. Dann kann ich wenigstens ungestraft durchgucken. So. Ja, das ursprüngliche Konzept das ursprüngliche Konzept zum Sex Vademecum ist übrigens oder eine der Autorinnen, mit denen wir darüber gesprochen haben, dass sie es schreiben könnte, ich glaube, er ist ganz tief aus dem Nähkästchen, ist die Dorothea Bergermann, die die Nachtrichter, Tagrichter und Scharfrichter geschrieben hat und ja, so eine sehr mystische Richtung des Sexglaubens vertritt. Ja, das hatte leider tatsächlich nicht geklappt. Also wir hatten ursprünglich mal darüber geredet, dass ihr das vielleicht schreibt. Und das hat dann aber nicht geklappt. Deswegen hat das jetzt die Linda nämlich übernommen. Und sich diese schrecklichen Rätsel ausgedacht. Genau. Hier ist zum Beispiel die Lösung für das Verbot der Kirche in Mengele. Ich gucke gerade nochmal, ob hier vielleicht nochmal Enddokument selber gucken können, wie das aussieht. Hier. Hoppala. Unglücklich. So. Hier direkt am Rand hat man wieder diese kleinen Bilder. Sieht fast so ein bisschen comic-esk aus. Man erkennt auf jeden Fall ein Auge, ein Pfeil, ein Ausrufezeichen, eine Perücke. Ja,
und andere Dinge. Und das ist das Rätsel. Und hier im Lösungsdokument wird dann erklärt, wie sich das zusammensetzt. Das ist quasi die Interpretationshilfe. Und tatsächlich ist das ein Hinweis auf den Widerstand gegen das Verbot der Kirche in Mengele und eventuell die Möglichkeit, da Kontakt zu knüpfen. Was eine sehr schöne Möglichkeit ist. Ich meine, natürlich sind diese Bilder am Rand jetzt nicht gerade dezent, aber ich schwöre euch, es wird Dinge geben, die so dezent sind in diesem Buch, dass man da nicht drauf kommt. Also eigentlich fast nur das ist auch ein sehr schöner Abschnitt im Schatten der Dämonenkrone. Da sind Anagramme drin. Ich persönlich liebe ja Anagramme. Ich freue mich jedes Jahr wie Alrik, wenn Mandurion wieder einen Anagramm-Rate-Wettbewerb macht. Bitte an dieser Stelle, es ist wieder Zeit für einen Anagramm-Rate-Wettbewerb. Ich lache mich immer schlapp, was für Worte man aus Namen machen kann. Hier ist es zum Beispiel, der Text klingt sehr komisch. Wisse aber, dass Warung nicht allein durch die Schwerter Rondras fiel, sondern mit Hilfe von Fexgeweihten eklatant riss. Ja, das klingt schon komisch. Tatsächlich sind das Anspielungen auf verdeckt operierende Fexgeweihte in den Schattenlanden, was eine wirklich schöne Möglichkeit ist, da mal zu schauen. So. So. Ha, ihr habt was gefragt. Sehr gut. So, hier die Frage nach der Historie. Ich wusste, dass das kommt. Ha. Neues ich vermute mal, es geht um die entsprechende Stelle, die auch häufiger in Internetforen zu lesen ist. Ich kann zur Historia tatsächlich relativ wenig sagen. Ich habe nämlich das meiste, was da drin steht, gar nicht gelesen. Ich hatte bisher gar keine Zeit. Ich habe nur die FAQ gesammelt und wir werden das mit Autor und Redakteur klären, was da wie gemeint oder nicht gemeint war. Deswegen, dazu kann ich momentan leider tatsächlich gar nicht sagen, aber das ist in Arbeit. Das wird nur wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, denn die Fragen waren sehr umfangreich. Wenn es da News gibt, dann erfahrt ihr das auf jeden Fall bei uns auf dem Blog und ich habe alle Fragen weitergeleitet. Aber ich wusste, dass die Frage nach der Historia kommt. Das war völlig klar. Ich bin tatsächlich erst dabei, sie gerade zu lesen. Man denkt sich, das ist ja immer so romantisch. Jeder weiß, was in jedem Buch steht. Es ist manchmal aber insbesondere mit der Beta noch im Nacken gar nicht so einfach, überhaupt zum Lesen zu kommen. Ich wünschte, ich käme dazu. Was haben wir noch? Genau, das mit dem Orgenhorn habe ich ja schon erzählt. Also man kann sich da prima das Dungeon zusammen puzzeln. Das Schöne ist, das ist halt wirklich so, also Achtung, Spoiler, das Finale vom Orkenhorn ist ja wirklich sehr schön linear. Also man hat unterschiedliche Wege, sich durch dieses Dungeon durchzuschlatzen. Besonders schlimm finde ich am Ende, dass man in diesen einen Abkürzungsgang nehmen kann. Und je nachdem, wenn man schlecht würfelt, wird man stirbt man am Ende. Dieses Fallenrätsel ganz am Ende, wo man auf Bogensatten geht und mit, ich glaube, 2d6 Bart würfeln muss. Ich hätte mir eine Möglichkeit gewünscht, da irgendwie heil durchzukommen. Unsere ganze Heldengruppe ist nämlich damals dort sang- und klanglos auf der vorletzten Bogenplatte, dann der letzte, krepiert. Und das war nicht so erfreulich. Da spielt man 3 Abende teuer einer Kampagne. Und bis dann am Ende, weil man nicht so gut gewürfelt hat oder halt einen riskanten Weg genommen hat, weil man zu doof für die Rätsel war, tot.
Das ist eher unerfreulich gewesen. Deswegen, dass Sex bei dem E-Com ein sicherer Garant, dass man da durchkommt. Und um ein Product Placement zu betreiben oder ja, Werbung, wie man Verbraucherinformationen, die Auckland Trilogie gibt es bei uns im E-Book-Shop seit kurzem. Also wer sie nicht kennt, trotz dieses bitterlichen Endes, die macht Spaß. Das größte Highlight, Achtung Spoiler, ist tatsächlich, dass man dann Nahema treffen kann. Eine der wenigen Gelegenheiten. Und damals, ja, die erste, wenn ich nicht völlig daneben liege. Genau. So, es gibt auch jede Menge Hinweise auf Tempel in diesem Band. Die sind ja meistens in Regionalspielhilfen oder in der Städtebeschreibung beschrieben als geheim. Es gibt aber in seltensten Fällen, auch jetzt zum Beispiel in der Guardbox, da gab es das durchaus, eine Anleitung, wie komme ich denn da hin? Da ist man als Spielleiter immer gefragt. Hier hat man jetzt zumindest für ein paar Tempel die Möglichkeit, auf Sex von den Minkum zu verweisen. Sowohl Psychos Taverne, in Kuslik ist hier verarbeitet als Rätsel. In Winseid der Tempel, in Al-Bosbaran der Geheimsextempel und in Meta, wo es auch einen Geheimsextempel gibt. Genau, Havena, auch da gibt es Hinweise auf den Fix-Tempel. Havena ist ja ein ganz großer Klassiker. Und auch für die Tempel in Gareth gibt es quasi das Rätsel nochmal in Kurzform. Seilerei, Bausenbeiler. Ich finde, das ist vom Klang her unglaublich schön. genau. Ja, ansonsten... Hinweis ist der Hermelin-Maske, die ja noch unterwegs ist mit den neuen Masken der Täuschung sowieso. Ich gucke gerade nochmal. Hier ist auch sehr schön das Rätsel mit den Rogolan-Runen. Da muss man ein bisschen um die Ecke denken. Das war das, wo ich vorhin gesagt habe, die Grafik ist leider nicht so gut. Hier muss man ganz arg um die Ecke denken. Und zwar muss man erstmal die Rogolan-Runen entschlüsseln. Hier in diese Buchstaben, dann gucken, welche Nummer in, im Alphabet hat dieser Buchstabe. Und ja, dann wird der Rest des Drehs, dann ist man überhaupt erst richtig dabei, weil dann wird hier völlig substituiert und verschoben. Und das ist schon richtig, richtig knackig. Da habe ich sehr lange dran gesessen. Sowas zu kontrollieren ist im Übrigen auch nicht einfach, weil man gucken muss, ist das denn überall ist richtig verschoben? Stehen da jetzt auch die richtigen Buchstaben? Also ich hoffe, wir sind nicht irgendwo verrutscht. Genau. Ansonsten, hier zum Beispiel, genau, Mandus Gesinde war nämlich rum. Ganz wichtig. Wie man da jetzt vergleicht, verrate ich noch nicht. Genau, aber man kann auch... das war der Mekum mit anderen Büchern benutzen und da auf Hinweise treffen. Aber so stellt das war der Mekum auch Fragen. Also nicht alle dieser verschlüsselten Hinweise sind die Lösung des Rätsels. Also manchmal manchmal hat man da ein bisschen was zu knobeln nach dem eigentlichen Rätsel. Ich hatte gehofft, dass die Frage kommt, gibt es Hinweise auf den Mond und wird dieses Rätsel möglicherweise sogar gelöst? Jein. Also Hinweise auf den Mond gibt es. Im Vademecum selbst steht der verheißungsvolle Satz,
wenn ich mich richtig erinnere, sowas wie, ja, der oberste von uns aber ist der Mond, seine Identität ist ein Mysterium, Punkt. Das ist selbst für die Sexkirche ein bisschen arg kurz. Es gibt eine Menge Hinweise, es gibt eine Menge Vorschläge, wer es sein könnte. Der Autor des Buches ist nicht bekannt tatsächlich auch. Also der Autor des Sex Vademecums ist nicht bekannt. Das ist ein Mensch vermutlich, ein Sexgeweihter, der als Lehrmeister auftreten kann. Also das heißt, es ist extra so gehalten, dass wenn der Spieler Sexgeweihte zum Beispiel einen Mentor gehabt hat oder so, dass das von seinem Lehrmeister geschrieben oder kompiliert sein könnte. Deswegen, der weiß es sehr offensichtlich nicht, der hat aber ein paar Mutmaßungen, wer es sein könnte, und es gibt auch ein paar Hinweise, aber tatsächlich wirklich gelöst wird es auch da nicht, nein. Wir hielten das für ja fast schon unrealistisch. Außerdem streiten wir uns selber einen Großteil der Woche darüber, wer ist jetzt der Mond, und haben da alle eine ganz andere Meinung. Deswegen haben wir das auch da nicht aufgeklärt. Weil egal, wen man nimmt, es wäre irgendwie nicht halb so cool wie der Gedanke, boah, der könnte es sein. Aber es gibt ganz viele Hinweise dazu und eine richtige kleine Schlüsseljagd über das Buch. Also das ist auf jeden Fall mit dabei. So. Noch haben wir 10 Minuten. Wir machen ein bisschen Artwork-Show. Ich gucke mal, dass ich euch ein bisschen mehr Artwork zeige. So. Genau, die Tiere hatten wir schon. Es gibt auch Sport. Das erste Vademecum, in dem jongliert wird. Auch das ist ganz nett. Abends hatte ich ja schon gezeigt. Ich kann es hier nochmal ein bisschen größer zeigen. Ich finde eins der mit schönsten Bilder. Vor allem ist es auch eine ganz andere Darstellung als jetzt zum Beispiel im Raya Vademecum. Muss man ja auch sagen. So, das ist die Übersicht der Talismane. Wobei nicht auszuschließen ist, dass es tatsächlich in der Hexkirche noch mehr gibt. Das ist ein sehr schönes Bild, das kann man nämlich auch umdrehen. Mal gerade gucken, ob ich das hier kann. Nicht so wirklich. Stellt es euch mal auf dem Kopf stehend vor. Wenn man da ganz genau hinguckt, sieht man da nicht nur diesen formschönen Herren mit Bart, sondern hier unten ist das. Kann das auch eine Frau sein oder eine Gestalt mit ja, einer Kapuze auf. Das ist auch sehr schön gemacht. Das ist, stellt man sich so romantisch vor als Autor oder auch als Redakteur, aber die zeichnerische Umsetzung von sowas ist richtig, richtig schwer. Genau. Das ist dieses Kirchenfenster. Was sehr schön so die beiden Aspekte Handel und Heimlichkeit miteinander verbindet. Genau, das sind diese putzigen Symbole, die zum Beispiel am Rand zu finden sind. Ja, und wie gesagt, eine meiner Lieblingsillustrationen hier. Der Sternenhimmel, was
Marin hier sehr schön gemacht hat, finde ich, ist, dass man halt auch sieht, wie sich die Sternbilder dann zu einem Bild zusammensetzen. Das ist ja oft so ein bisschen abstrakt. Also hier zum Beispiel der Bär oder die Schlange. Und sie hat das sehr schön visualisiert, wie die Tiere so aufgebaut sind und zu den einzelnen Sternbildern kommen. Und ja, auch da nochmal Danke. Das sieht im gedruckten Buch, sieht das mit Sicherheit auch richtig toll aus. Buch ist noch nicht da, wir warten noch drauf. Aber ja, es sollte bald hoffentlich im ja, Schutze der Nacht oder bei Nacht und Nebel, pun intended, angeliefert werden. Und ja, ich bin schon sehr gespannt, auch wie das Leder geworden ist. Denn Mausgrau kann gut aussehen, muss aber nicht. Also ich hatte natürlich eine Lederprobe, aber ja, wir werden sehen. So, ich habe ja gesagt, ich mache nicht ganz pünktlich Schluss, deswegen letzte Gelegenheit. Gibt es irgendwas, was euch total brennend interessiert, von dem ihr sagt, ihr müsst jetzt unbedingt und gleich zumindest die Frage gestellt haben, legt los, sagt. Ich habe extra Zeit dafür aufgehoben und nicht schon eine Viertelstunde überzogen. Wie steht Sex denn zum Meucheln, habe ich hier. Dankeschön. ja, es gibt durchaus, wir können ja auch gerne mal in Medias Res gehen hier. Gucken wir doch mal. Wir haben ja schließlich hier. Ach, es steht nicht drin. Nein. Ich muss mal schauen. So, man sieht ja hier schon. Komm mal. Tugenden, Gebote und Verbote. Verbot ist durchgestrichen. Es gibt hier natürlich. Handel nur für Gegenleistungen, wahre die Heimlichkeit, suche die Herausforderungen, meide die leichte Beute. Aber tatsächlich ist es so, es kommt drauf an. Also das ist auch das, was, was in diesem Bademekum selbst immer wieder angeschnitten wird. Es ist prinzipiell keine nette Sache, jemanden einfach von Leben zum Tod zu befördern. Es gibt immer Leute, die haben das durchaus verdient. Und insgesamt glaube ich, dass dieses Dogma, du sollst nicht töten oder du sollst nicht meucheln, aus zwei Dingen kommt. Inneraventurisch, so ein bisschen aus der Zwölfgötterkirche, weil der Mensch sich natürlich denkt, ah ja, das ist eine fiese Sache, Meuchelmord und so. Das machen nur die Alanfaner oder die Maraskaner. Die ich hier nicht diskriminieren möchte, ausdrücklich. Aber irdisch kommt das ein bisschen aus dem Heldenrollenspiel. Also ich erinnere mich noch, damals, als ich angefangen habe, DSA zu spielen, da war die Welt noch sauber, der Ork noch böse und der Held war gut. Und Meucheln kam gar nicht in Frage. Das wurde einem auch vom Spiel sehr unmissverständlich gesagt, dass man Meucheln für, oh je, jetzt würde ich ein böses Wort gebrauchen, schlecht hält, genau. Und ja, ich glaube, Sex ist da eine ganze Ecke pragmatischer. Aber auch in diesem Vademekum wird sich kein Ablass finden, geh und töte. Es wird aber auch nicht so todexplizit untersagt. Wichtig sind da andere Aspekte, die Herausforderung. Und wenn man die in einer solchen Tat nicht sieht, dann sollte man auch niemanden umbringen. Wenn man sich richtig dafür anstrengen muss, mein Gott, meiner Meinung nach hat das dann verdient. So, welche Denkrichtung werden denn erzählt? Ist mit Denkrichtung gemeint, dass also welche Ausrichtung wirklich ist? Also Handel zum Beispiel ist ganz unterschiedlich. Also wir gehen ein bisschen ins Kulturelle rein in dem Vademekum
also es gibt ein bisschen was über Novan, was über die Verehrung bei den Ultulamin als Echsentöter, ganz klassische Handelsaspekte, also es ist auch was über Buchführungen drin, zum Beispiel, oder auch, wie schließe ich einen guten Handel ab, wie falsch ich nicht, auch da ist eine Anleitung drin. Und es ist an vielen Stellen, sind es auch Gespräche oder Texte, die zum Beispiel mit Graulingen gehalten werden, also den Zöglingen der Textkirche. Und da kann man auf jeden Fall in ganz, ganz viele Aspekte reingucken. Der Fokus ist natürlich so ein bisschen, sagen wir mal, auch nach Gareth gerutscht, wo der Widerstreit quasi mit den Autoritätskräften ja sehr präsent ist. Aber insgesamt, glaube ich, hat so ziemlich alles ein bisschen was abbekommen. Auch so dem, ja, der maroskanische Dualismus wird zum Beispiel auch kurz angeschnitten, wie Fix da wegkommt. Also das ist schon sehr vielfältig. Packmaster, ach hier, Packmaster möchte gerne Schwarz-Weiß-Malerei. Finde ich gut. Ich habe das damals auch sehr genossen. Es muss nicht immer alles grau und grau sein. Keine Angst, wir werden durchaus auch mal was machen, wo man einfach dieses Kopfzeug wegblenden kann und sich nicht groß Gedanken darüber machen muss, sondern während man zuschlägt, guten Gewissens sagen kann, wer sind die Guten. Das finde ich auch total gut. Marie, falls jemand von euch auf der Dreieckkon ist, um nochmal Werbung zu machen, wir sind ja schließlich, das ist die Vorstellung zum Textvademekum, da muss Werbung erlaubt sein, auf die Dreieckkon am 22. und 23. 11. In Dreieich gibt die Marie einen wunderschönen Workshop zu Themengruppen. Und da sie Quasi-Fresse gespielt hat oder noch spielt und wieder beschäftigt sie sich auch, was mache ich mit einer Gruppe Saubermänner? Das ist bestimmt ganz spannend. Ich glaube, der Workshop ist am Sonntag. Also, falls ihr noch nichts vorhabt, hinkommen. Genug Werbung. So, machen wir noch ein bisschen Q&A. Die anderen Vademeki. Ich muss flugscheißen, das tut mir so leid. Der Plural von Vademecum ist Vademecum. Es ist eine lange und komplizierte Geschichte. Vielleicht mache ich irgendwann mal einen Blog dazu. Oder Marie. Marie kann das voll erklären. Boron wird geschrieben gerade und das wird noch geschrieben bis Ende dieses Jahres, aller Voraussicht nach. Wann genau, ich habe noch keinen Termin, also wir haben noch keinen Termin festgelegt, weil wir immer gerne warten, bis der Text denn dann auch da ist. Es kann ja, es kommen Dinge dazwischen, manchmal brechen sich Menschen Arme oder bekommen Kinder. Aber es ist so, dass daran aktiv geschrieben wird und gegen Ende des Jahres sollte es auf jeden Fall textlich auch fertig werden. Und dann können wir auch langsam in Erscheinungstermin ins Auge fassen. Als nächstes Vademecum nach dem Textvademecum kommt das Pereine Vademecum raus. Das erscheint parallel zu Seelenernte. Seelenernte wird sich ein bisschen verschieben, denn wir haben ein anderes Abenteuer der Schlüsseldämmerung verschieben müssen. Und ihr wisst ja alle, dass wir gesagt haben, wir machen das mit DSA 5 fertig und Verschiebungen sind da tendenziell eher schlecht. Das heißt, ich weiß auch bei einem noch gar nicht, ob es das schaffen wird. Mehr dazu demnächst hoffentlich. Und deswegen verschieben wir Seelenernte ein bisschen nach hinten. Wir haben nämlich dann an der entsprechenden Stelle ein Loch und deswegen verschiebt sich auch das Kleine, weil mir kommt ein bisschen im nächsten Jahr, also ich glaube ursprünglich war es für Januar angekündigt, ich glaube jetzt wird es März. Das sind die nächsten. Und ich gehe davon aus, dass das nächste nach Pereine dann Boron sein wird. So. So, ob Sex auch in Notoria verehrt wird? Absolut, in wahrscheinlich unterschiedlichen. Wir sind noch gar nicht fertig mit Notoria. Das heißt, ich gehe ganz stark davon aus, dass es da unterschiedliche und mehrere Sexkulte gibt. Tatsächlich steht dazu aber
Ein bisschen was sogar im Banimekum selbst. Es gibt auch eine chemische Verehrungsform von Sex, die steht auch im Banimekum beschrieben, ganz knapp natürlich. Und das ist durchaus eine Art, wie man ihn aller Wahrscheinlichkeit nach auch in Uturia wird finden können. Da gibt es nämlich quasi die Urkultur der Chemie, die eventuell auch eine Verbindung kultischer Natur noch aufweist. So. Du willst nicht, dass ich Feierabend mache, hm? Einen kämpfenden Orden. Die Sexkirche ist prinzipiell nicht so super militant. Es ist aber so, es gibt die Sternschatten, eines der großen Mysterien der Sexkirche. Die kriegen jeden. Das sind Superkiller, krasse Kämpfer und niemand hat sie je gesehen. Also die sind sowas wie sämtliche Geheimdienste dieser Welt in einem plus jeder ist, hat mindestens die Superkräfte eines mittelprächtig oder bis sehr gut ausgebildeten Marvel-Helden. Und die können so allerlei reisen. Dazu steht auch was im Banimekum. Also ein weiterer Grund, sie zu kaufen. Die Sternschatten, das Banimekum. Ja, im Himmel ist es spät. Und gerade nochmal, dass die Historie in den Handel kommt. Ich habe gerade heute mit der Druckerei telefoniert und sie packen das jetzt auf LKWs und fahren das zu uns. Je nachdem, also jetzt ist sowas wie in 6 halbe Tage, wie ich die Druckerei kenne, aber sie haben das repariert. Dann müssen wir noch angucken, ob es auch alle gewünschten Features aufweist, wie zum Beispiel Farbechtheit auf dem Cover. Ist das der Fall, können wir das nächste Woche hoffentlich ausliefern, endlich. Ist ja auch lange genug hin inzwischen. Aber wir hoffen, dass wir es nächste Woche bekommen. Und das geht dann, wenn alles in Ordnung ist, direkt wieder raus. So, Packmaster, ich glaube, wir diskutieren Abenteuer an anderer Stelle. Komm doch das nächste Mal, wenn wir eine Veranstaltung haben, vorbei. Dann unterhalte ich mich mit dir total gerne über Wanderergeweihte, Hirsindegeweihte und Einbrechen in Freiheitstempel. Geht alles. Nein, ich verstehe das Bedürfnis nach Abenteuern, die noch klassisch nach dem alten Schema funktionieren. Ich wünsche mir das auch manchmal. So, und zum Feierabend, ich betone das Wort Feierabend, lieber Michael, das ist mein Kollege im Übrigen, der hier die ganze Zeit aufregende Fragen stellt. Nein, die Fixkirche hat keine geweihten Ninjas, also außer den Sternschatten natürlich, aber die gibt es ja nicht. So, ihr werdet mich nie los. Finde ich gut, Packmaster. Wir wollen dich doch auch nie loswerden. So, vielen Dank. Ich hoffe, es war nicht allzu langweilig. Das nächste Mal verspreche ich, mache ich was Spannenderes. Ich weiß auch schon, was ich das nächste Mal mache. Der nächste Hangout dreht sich um Artwork und um ganz viel Unsinn und ist mit mir und Nadine. Da habe ich auch wieder mehr Zeit, nach Fragen zu gucken und die verschiedenen Foren im Auge zu behalten. Das ist, wenn man alleine ist, ein bisschen schwierig. Eigentlich geht das gar nicht, es sei denn, man hat Augen im Hinterkopf. Und wir werden einen Artwork-Hänger auch machen, den wir versprochen haben in der Better-Challenge. Ich glaube, wenn ich nichts Falsches sage, der Termin ist der 2. Dezember. Aber den werde ich auf jeden Fall diese Woche noch ankündigen. Und ich habe mich gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Vielen, vielen Dank und ich hoffe, ihr habt jetzt Lust auf Text bei dem Mekum und ich mache jetzt noch ein bisschen weiter an meinem Lösungsdokument. So, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis dann und Nacht und Nebel.